Vom 10. bis zum 22. Juni war der Aeroclub Zwickau wieder Ausrichter einer deutschen Meisterschaft im Segelflug. Zur 11. deutschen Meisterschaft begrüßte man in diesem Jahr auf dem Flugplatz Zwickau die Standard- und 15-Meter-Klasse. Der Aeroclub Zwickau war bestens vorbereitet. Nur auf das Wetter hatte er keinen Einfluss. Das Wetter zeigte sich in der vergangenen Woche nicht von seiner besten Seite. Wir trafen uns zum ersten Mal am 19. Juni mit Aeroclub-Chef Joachim Lenk. Ja, wir haben wieder mal eine deutsche Segelflugmeisterschaft. Dieses Mal in der 15-Meter-Klasse und Standardklasse. Die Piloten kommen aus ganz Deutschland. Sie müssen sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Da gibt es im Vorjahr Qualifikationswettbewerbe. Und die jeweiligen Sieger oder bis zum 5. Platz können dann sich für eine deutsche Meisterschaft qualifizieren. Die Veranstaltung geht über 10 Tage. Begonnen hat es am vergangenen Samstag. Und also Samstag vor 8 Tagen. Und wir konnten bis jetzt 5 Tage fliegen. Leider ist das Wetter nicht so toll. Aber immerhin, wir haben, bis jetzt ist es wertbar. Und wir haben noch 3 Tage bis zum Freitag, wo wir fliegen können. Und am Samstag ist die Siegerehrung. Die Meisterschaft findet nicht zum ersten Mal in Zwickau statt. Wie kam der Flugplatz bzw. der Aeroclub dazu und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Ja, für diese Wettbewerbe muss man sich bewerben. Da gibt es eine Ausschreibung. Wir haben die erste deutsche Meisterschaft, also es gab schon DDR-Zeiten, DDR-Meisterschaften, 2000 gemacht und seitdem haben wir 11 deutsche Meisterschaften ausgerichtet. Man muss ein gutes Team haben, man muss in der Lage sein, das zu organisieren und einen großen Flugplatz haben. Ja, wir brauchen natürlich sehr viel Personal, das sind alles Vereinsmitglieder. Uns haben auch viele Frauen von Vereinsmitgliedern geholfen, die den Imbestand von früh um 8 bis abend um 8 betreuen. Und ja, man braucht täglich fast 20 Leute, um da überhaupt den Flugbetrieb durchführen zu können. Personal und Flugplatz ist das eine. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Ja, finanziert tut das niemand. Also wir kriegen Unterstützung für die sportliche Veranstaltung von unserer Stadt und vom Landkreis. Ansonsten gibt es da leider nur einen kleinen Obolus für die Siegerpreise, die wir als Verein dann spenden. Bei der diesjährigen Meisterschaft waren 74 Teilnehmer in den beiden Klassen am Start. Wo sind sie untergebracht? Der größte Teil, 80%, sind hier auf dem Campingplatz. Da gibt es extra markierten Campingplatz. Und die meisten haben Wohnwagen, Zelt. Und einige Teilnehmer sind entweder in Ferienwohnung oder im Hotel. Der Laie hat es vielleicht nicht bemerkt, aber die Fachleute mit Sicherheit. Die Bilder, die wir hier zeigen, sind nicht nur aus dem Archiv, sie passen auch nicht zur aktuellen Veranstaltung und den Klassen. Der Grund ist folgender. 2 Nachmittage hatten wir in der Planung für die Veranstaltung reserviert, um aktuelle Bilder vom Wettkampf zu drehen. An beiden Tagen war kein Flugbetrieb möglich. Hier sehen wir gerade, wie die Flugzeuge nach einer erneuten Absage wieder zurück zu ihren Hängern gezogen werden. Ein durchaus beeindruckendes Bild, aber leider ein trauriges. Die Segelflugzeuge wurden wieder verstaut und das war für alle frustrierend, auch für uns. Aber am Wetter kann man nun nichts ändern. So etwas passiert immer wieder. Wir hatten schon mal 2010 eine Frauenmeisterschaft, wo es noch mehr geregnet hat wie jetzt. Aber da hatten wir auch 4 Wertungstage. Also bei einer deutschen Meisterschaft sind 4 Wertungstage Voraussetzung, dass es wertbar ist. Die Sieger dieser Meisterschaft qualifizieren sich ja für die Weltmeisterschaft. Darum müssen 4 Wertungstage sein. Wenn geflogen werden kann, worauf kommt es dann an? Also es wird von uns, von der Wettbewerbsleitung, speziell vom Sportleiter und vom Meteorologe, die Streckenführung, also es sind Strecken zwischen 200 und 400 Kilometer, die zurücklegen müssen, meistens ein Dreieck. Und man muss es erst mal schaffen. Und die wieder ankommen, kriegen dann natürlich auch eine Zeitwertung, also eine Geschwindigkeitswertung. Und wer der Schnellste ist, hat natürlich dann gewonnen. Natürlich gab es Favoriten, leider aber nicht aus der Region. Nee, Zwickau aus Sachsen ist leider keiner dabei. Der nächste ist aus Sachsen-Anhalt. Ja, man muss sich qualifizieren, da gehört auch eine bestimmte Flugtechnik dazu, wo es bei uns leider noch etwas hapert. Wir trafen uns am Samstag zur Siegerehrung. Joachim Lenk hielt Rückschau.
Wir haben, denke ich, alles gut vorbereitet, aber das liebe Wetter. Ne? Wir sind ja sehr von Wetter und von der Sonne sind wir abhängig. Das war leider nicht so toll. An wie vielen Tagen, von wie vielen Tagen konnte denn geflogen werden eigentlich? Also versucht haben wir es an 7 Tagen, wo wir dann, oder 8 Tagen, wo wir dann neutralisieren müssten, geflogen. Und Wertung hatten wir an 5 Tagen. Das hat aber ausgereicht? Das hat ausgereicht, also 4 Wertungstage müssen sein, um dass die Meisterschaft wertbar ist. Nur mal ganz kurz zum Wetter, was ist da das größte Problem für die Chinesen? Ja, das Problem ist, hat dann an 2 Tagen genau dort, wo wir starten wollten, um 14 Uhr geregnet. Macht natürlich die Thermik kaputt und Segelflieger ohne Thermik ist wie das Benzin für ein Motorflugzeug. Ne? Thermik braucht der Segelflieger. Gegen 10 Uhr begann die Siegerehrung. Moin, liebe Sportfreunde. Ja, herzlich willkommen zu unserer Abschlussveranstaltung. Ich habe ja seit einem Jahr nüchtern und fit. Es sieht zumindest gut aus. Der eine oder andere. Joachim Lenk begrüßte die Gäste und dann übernahm der sportliche Leiter der Veranstaltung, der zweifache Weltmeister Werner Meuser, das Wort. Erster Platz und damit deutscher Meister in der 15-Meter-Klasse, Sierra Golf, Steffen Göttler. Wir beschränken uns aus Zeitgründen auf die beiden ersten Plätze. Gesamtergebnis für die 15-Meter-Klasse nach Wertungstag 8. Erster Platz Steffen Göttler mit Ventus 2A und 3.351 Punkten. Erster Platz deutscher Meister in der Standardklasse Jan Kretschmar, 3.850 Punkte. In der Standardklasse siegte Jan Kretschmar mit einer LS8 Neo. Er erreichte 3.850 Punkte. Auch Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt gratulierte. Die Platzierten erhielten Geschenke. Ja, das war bei der Siegerehrung, es gibt Preise. Wir haben zum Glück auch Sponsoren, dass wir den Gewinnern bzw. vom 1. bis 4. Platz etwas aushändigen können. Das ist ja beim ehrenamtlichen Sport nicht so, dass man da Riesenpreise, wie das bei anderen Sportarten so ist. Aber die freuen sich auch über Kleinigkeiten. Und die kommen auch gerne wieder? Ja, ich glaube schon. Also wir hatten gestern einen hervorragenden Abschlussabend. Sie haben sich sehr bedankt. Das war eigentlich von den 11. deutschen Meisterschaften bis jetzt der beste Abschlussabend. Und also die Belohnten waren alle happy und mir auch, weil die Belohnten alle top freundlich waren und gab überhaupt keine Probleme. Wann findet die nächste Meisterschaft statt? Das kann ich auch nicht sagen. Die Piloten wollen, dass wir nächstes Jahr schon wieder eine machen, aber ich glaube es nicht. Nun, ganz gleich wann sie stattfindet, wir freuen uns ebenfalls darauf. Dann hoffentlich mit aktuellen Aufnahmen.